Man beobachtet sorgfältig die Milchbox in seiner Hand, reißt dann die Folie von der Milchbox ab, nutzt die Unaufmerksamkeit des Wärters aus, klebt die Folie auf das Zahlenschloss. Wenn der Wärter das Passwort eingibt, hinterlässt es Spuren. Dann verschließt der Mann das Schlüsselloch mit einem feuchten Papiertuch, nutzt die Abwesenheit des Wärters, öffnet schnell die Öffnung für die Essenslieferung, reißt die Folie ab, öffnet das Tor gemäß den Fingerabdruckspuren darauf. Dann, während die Wärter auf dem Raucherturm sind, löscht er die Aufzeichnungen, klettert durch das Belüftungsrohr, zieht einen Feuerschutzanzug an. In diesem Moment zündet draußen ein Komplize ein Auto an und löst einen Brand aus, während der Mann sich mühelos unter dem Feuerwehrauto durchzieht und entkommt dem Gefängnis. Das war bereits sein 20. erfolgreicher Ausbruch. Jedes Mal verdient er 1 Million. Ursprünglich betrieb er zusammen mit seinem Partner ein Sicherheitsunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Sicherheitslücken in Gefängnissen im Auftrag der Regierung zu testen. Der erfahrene Ausbrecher Tyrone hat sogar ein Handbuch für Gefängnisausbrüche verfasst. Ein paar Tage später taucht eine schöne Frau auf. Sie behauptet, vom CIA zu sein, und bittet Tyrone, bei einem geheimnisvollen Gefängnistest zu helfen. Dieses Gefängnis ist darauf spezialisiert, schwere Straftäter zu inhaftieren. Das Gefängnis ist unbekannt und geheim. Die Frau bietet 5 Millionen an, damit Tyrone die Sicherheit des Gefängnisses